Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Wir sind in den Niederlanden, gerade vor 20 Minuten über die Grenze gefahren. Bin mit Frau ein bisschen unterwegs und ja, hab so drei Locations auf dem Programm. Wollen heute Abend noch direkt am Meer schlafen. Jetzt wird erstmal eben Kaffee gekocht. Ihr kennt mich, ich brauche meinen Kaffee. Und ich habe neu dabei eine Flöten-Teekanne. Wie damals Oma immer Wasser gekocht hatte mit dieser Flöte. Ja, dass sie auch pfeift, wenn das Wasser fertig ist. Ich wollte das mal ausprobieren und zwar habe ich mir diesmal ein Kaffeesieb geholt. Auch sehr praktisch, denke ich mal. Man braucht nur noch den Kaffeepulver reinfüllen, also man braucht keine Filtertüten mehr. Und ich habe es gestern schon mal ausprobiert und es funktioniert sogar. Wasser ist fertig. Finde ich echt eine gute Lösung, vor allen Dingen, was mir so auffällt. Das geht viel schneller als mit den Kaffeefiltern. Und wir haben sogar noch den Kaffee aus dem Urlaub mit hier, den schönen italienischen. Wie heißt der? Crema Gusto Classico. Oh ja, perfekt. Geht. Morgen jetzt noch eine Stunde und 49 Minuten und dann sind wir in Amsterdam bei der ersten Location. Das soll ein Schloss sein. Bin mal gespannt. Danach haben wir noch eine Schule. Da will ich aber nur mal ein bisschen checken, ob man da überhaupt reinkommt. Und dann wollen wir uns den Atlantikwall anschauen. Da stehen noch ein paar Bunker. Und ja, ich denke mal, da wird auch schon die Zeit fast rum sein. Und dann müssen wir uns ja einen Stellplatz suchen. Ich habe über Park4Night wieder 4 Stellplätze rausgesucht. Wohnmobilstellplätze und ein Parkplatz direkt am Meer. Mal schauen, ob wir da heute Abend oder was wir da heute Abend kriegen. So, Prost und guten Appetit. Okay, we just proved this is just salted the sick of love. Erste Location haben wir erreicht und kann man leider nicht mit dem Auto weiterfahren. Stehe ich hier vor so einem ganz großen Tor, abgesperrt mit Stacheldraht, Warnschilder und sogar, dass hier Hunde wohl rumlaufen sollen. Man kommt auch gar nicht umzu, weil hier noch so ein Fluss lang läuft. Verboten Dodengang, also verboten auf jeden Fall. Da steht unser Auto und ja, hier kann man leider nicht mehr weiterfahren. Hier sind Fußgänger überweg. Da vorne ist sogar noch eine Schleuse. Ich denke mal, da kommen wir bestimmt auch nicht rüber. Und von der Autobahn haben wir das Gebäude schon gesehen. Also das ist wirklich nur dieser eine Turm, der da vorne steht. Da vorne oder ab da vorne geht noch eine richtig lange Burgmauer lang. Bis dahin zur Schleuse und da bestimmt komplett umrum. Das heißt, wahrscheinlich, auch wenn ich über die Schleuse rüberkomme und über die Wiese, dass ich dann wahrscheinlich vor der Mauer stehe und da gar nicht jetzt rüberklettern kann. Da ist sogar noch ein dicker Zaun da vorne, da ist auch wieder was mit Stacheldraht. Also die wollen auf jeden Fall nicht, dass du da hinkommst. Schade. Dann fahren wir zur nächsten Location und das ist eine Schule. Vielleicht habe ich da sogar besser Glück, weil da ist genau hinter der Schule ein ganz großer Parkplatz. Moin. Ganz nette Holländer hier.
Ich sage immer Holländer oder Niederländer. Ganz liebe Niederländer. Ich habe mir das Ganze mal hier nochmal auf der Google Map Karte angeschaut, weil ich habe gedacht, das wäre ein Schloss. Aber sah jetzt so aus wie eine Burg, ist aber wirklich ein Schloss. Und das ist mit einem Gerüst noch eingedeckt. Und diese Spitzen, die ich gesehen habe, das gehört alles noch zum Gerüst dazu. Denke ich mal, dass das alles noch zusammenhält, dass es nicht zusammenfällt. Vielleicht wollen die das ja auch als Museum irgendwie begehbar machen irgendwann mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier auch Wasserland. Da ist so ein Wassergraben umzu. Nicht ganz umzu, aber ja, wir müssen einen kompletten Bogen jetzt hier rumfahren. Und ja, ich denke mal, das wird auch komplett leer sein. Also so wie das vom Weiten aussah, keine Fenster und so. Ich glaube, wir fahren zur nächsten Location. Jetzt haben wir noch 31 Minuten. Die nächste Location erreicht und schade, hier kommt man nicht drauf. Und ich bin aus Versehen eben hier den Fußweg weitergefahren. Und ich darf so gar nicht, weil ich bin hier in der Straße reingefahren, da kommst du nicht weiter, das zeige ich euch gleich. Und hier ist ein Radweg und ich bin hier die ganze Strecke runtergefahren. Und da haben die mich schon sauer angeguckt. Und hier musst du nämlich noch einen weiterfahren, aber noch eine weiterfahren. Weil hier ist nämlich nur für Bus. Hier da dürfen nur Busse langfahren. Also da, wo jetzt der Caddy langfährt. Da hätte ich eigentlich langfahren müssen. Und ich habe schon gesehen, die haben hier Bauwatch auf dem Gelände stehen. Also keine Chance hier drauf zu kommen. Hier hängt auch wieder eine Doom-Kamera. Hier ist noch ein Schloss. Ja, gut abgesperrt. Die haben hier auch die Zäune neu gemacht. Da oben ist die Doom-Kamera. Boah, eine mega große Schule. Hammer. Was jetzt verwirrend ist, hier steht zwar verboten, ne? Und nach Paragraph, denke ich mal, strafgerecht, bla bla bla. Hier unten steht aber, auf eigene Risiko. Hä? Das ist ein bisschen unlogisch, oder? Und man sieht hier irgendwo, doch, hier, da hinter dem Baum ist dann so ein Schild. Fahrradfahrer. Du konntest ja nicht ahnen, sowas. Und hier steht es auch noch mal ganz groß, aber da hast du ja nicht hingeguckt. Ich hätte echt zwei Spuren weiterfahren müssen. Naja, ist passiert. Hab hier einen Lacher gemacht. Und jetzt gehen wir noch mal den Zaun lang. Vielleicht können wir noch ein bisschen was vom Gebäude sehen. Hier sieht man auch schon, dass sie das neu gemacht haben. Hier haben sie auch schon mal was runtergetreten. Neue Zäune, Stacheldraht vorgemacht. Und da, der gelbe Kasten da vorne, da steht Bauwatch. Und da vorne am Gebäude sind auch noch Alarmmelder. Da bist du mal in den Niederlanden unterwegs und dann kommst du in keiner Location höher rein. Hier haben die es auch schon mit Kabelbinder zugemacht. Da hinten ist noch ein blaues Schild. Ich glaube, die haben das Gebäude bestimmt mal für irgendwas anderes benutzt. Oder? Ach nee, da steht die Straße drauf. Hier haben sie bestimmt noch ein Sofa mitgenommen, wa? Von der Schule. Gut, wir könnten da auch noch mal durch. Das Problem da vorne um die Schule umrum ist eine Autobahn. Und jetzt hier geht genau der Bachlauf, genau hier so auch einmal um die Runde so. Genau so wie das Schloss vorhin. Ja, Niederlande, halt viel Wasser. Meer, Bach, Flüsse. Schade, schade, schade. Schleich mich jetzt noch mal durch den Wald hier durch. Man kann noch einen Schluck Korn trinken oder was immer das sein soll. Ich glaube, das war mal der Urbex-Trampelfahrt. Man sieht da schon so ein paar Sachen entgegen. Sogar eine Glühbirne. Gut, das sieht auch sehr gut aus hier. Klettern die, glaube ich, rüber. Ja. Eine Schippe und Spaten, ein Rohr, sehr abgeflext, ja? Was haben die hier abgeklemmt?
Boah, sieht das geil aus. Ich will rein, ich will rein. Aber ich glaube, hier brauche ich nicht rüberklettern. Hier auch nochmal zu sehen, die Schule. Ich glaube, hier sind welche auf dem Gelände. Da unten am Fenster ist gerade einer vorbeigelaufen. Ich habe hier gerade noch ein paar Fotos gemacht. Vielleicht läuft hier ja auch Security rum. Jetzt habe ich gerade irgendwas gehört. Das kann ja auch sein. Vielleicht hat der Bauwatchkasten die Kamera mich schon erfasst und hat jetzt irgendjemand losgeschickt oder so. Ich will es jetzt lieber nicht riskieren. Gehen wir zum Auto und dann fahren wir zur nächsten Location. Ist aber trotzdem sehr schade. Das wäre mega geil gewesen, glaube ich. So eine große Schule. Die Idee. Demnächst mal mein Schlauchboot mit und paddel einfach rüber. Da haben sie mir nicht keinen Zaun lang gezogen. Aber es ist schwierig, da hochzukommen, obwohl da an der Seite, das würde gehen. Oh, das wäre ja geil. Das wäre eine geile Idee. Oder was sagt ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ah, da steht auch ein Bauwatch. Genau hinter der Tanne. Scheiße. Oh nein. Ich war trotzdem nochmal neugierig und bin jetzt nochmal umzu. Gegangen. Hier ist halt, wie gesagt, die Schnellstraße. Ihr seht, hier führt der Bach immer noch lang. Und da vorne auch noch. Ich will jetzt auch nicht unbedingt hier bei der Schnellstraße lang laufen. Ah, hier wäre eine Möglichkeit gewesen. Hier war mal eine Brücke. Gut, eventuell, wenn ich mal nächstes Mal noch mal eine Tour mache nach Holland, Niederlande. Dann weiß man ja vielleicht Bescheid, könnte man sich die Warthose einpacken. Oder einfach Socken ausziehen und rüber da. Aber ich sehe schon, da ganz nagelneuer Zaun da vorne. Da auch. Ah, kannst du auch vergessen. Das haben die echt so gut abgezäunt, das Ding. Ja, da auch. Vielleicht steht da auch noch ein Bauwatch. Ja, von da hinten kann man auch noch einen Zaun sehen. Da spiegelt sich so ein kleiner gelber Kasten. Ich glaube, das wird auch wieder so ein Bauwatch-Teil sein. Das haben die echt gut abgesichert hier. Die wollen, dass man da nicht raufkommt. Ja, dann kann ich mal gepflegt in 15 Minuten wieder einmal im Pudding laufen zum Auto. Guck mal, hier hatte auch jemand seine Schuhe verloren. Die sehen aber echt noch nagelneu aus. Schmeißt denn seine Schuhe weg? Vielleicht ist ja auch einer schon rübergegangen und hockt da jetzt irgendwo drin in der Schule und kommt nicht mehr raus. Also die sichern genauso gut ab wie in Deutschland. So, ich muss hier gleich wieder langfahren und hoffe, dass ich die richtige Spur kriege, dass ich nicht wieder doof angeguckt werde. Und ja, weil das ist auch Universität und hier ist, glaube ich, Busbahnhof. Hier ist sowieso alles Kamera überwacht. Aber Kelly steht da. Und ja, dann fahren wir jetzt mal nach Amsterdam rein. Meine Frau und ich. Jessica, ja, meine Frau und ich. Wollen noch eben frühstücken, ein bisschen Amsterdam anschauen und dann fahren wir zu dem Atlantikwall noch mal eben hin. Ich hoffe, da kommen wir rauf, aber das sollte zugänglich sein. Also, bis später. Tasche ist gepackt und jetzt schauen wir uns ein paar Bunker an, hier direkt an der Nordsee. Man kann jetzt leider noch nichts sehen, aber genau dahinter befindet sich schon die Nordsee. Ja, wir haben erstmal mit dem Caddy hier so
auf einem Parkplatz uns gerade hingestellt. Für 12 Euro kostet das, glaube ich, den ganzen Tag. Das können aber nicht ganz so viele sein. Ich glaube, das sind nur 5 oder 6 Bunkeranlagen. Oh, das geht ganz schön steil hier rauf. Vielleicht können wir von hier oben gleich noch die Nordseeküste sehen. Ihr wisst ja mal, ich war mit Jack auch in Frankreich. Da haben wir uns ja auch den Atlantikwall angeschaut, die Bunkeranlagen. Und ja, wir wollten die Tour auf jeden Fall auch nochmal machen, Jack und ich zusammen. Da wollen wir auch nochmal nach Frankreich den Atlantikwall auch nochmal abforschen im Hellen. Das habt ihr euch ja mal gewünscht. Heute bin ich mal mit Frau unterwegs. Oh ja, geil. Nee, das ist nur ein See. Schade. Kannst du gar nicht sehen. Oh, ich sehe schon den ersten Bunker. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und jetzt geht's wieder bergab. Super. Gehen wir mal zu dem ersten hin, oder? Also die haben hier verschiedene Bunker. Ich denke mal, dass hier so eine Flak oder so ein Kanonengeschoss drin war. Und da vorne, das war so die Aussichtsplattform. Und ich denke mal, da waren auch MG-Stellungen. Also genau das gleiche wie, was wir auch in Frankreich gesehen haben. Oh, hier kann man ganz gut erkennen, dass hier, glaube ich, mal so ein Geschützturm war, was wir drehen konnten. Ich denke mal, das war bestimmt hier auch noch zugemauert. Was uns gerade ganz viel aufgefallen ist, hier liegt ganz viel Müll rum. Das ist ein Loch, ja. Kann ich gerne mal reinleuchten. Guck mal, benutzen sie alles als Mülleimer. Hier haben sie auch wieder zugemauert. Genau, diese Räume, die haben dazu gedient, hier zu schlafen. Hier waren Betten. Ich glaube auch hier Etagenbetten oder Feldbetten hier ums Eck. Und das gleiche hier auf der anderen Seite auch. Ich glaube, da oben auf dem Hügel, ich glaube, da war so ein Beobachtungsposten. Da ist noch so eine Mauer. Ich renne mal eben schnell rüber. Boah. Und du hältst die Stellung da bei dem Bunker. Oh, da ist noch einer versteckt. Oh, hier ist ein Campingplatz sogar. Kann man sogar noch rein, ne? Jo. Ich glaube, da werden wir nicht mehr viel sehen hier. Ich glaube, ich sollte die Taschenlampe nehmen. Oh, Opa muss wieder krabbeln. Was ist hier? Boah, liegt hier Müll? Das gibt's ja gar nicht. Da geht's auch wieder raus. Oh, hier sieht man noch, ja, Holzhaken. Hier waren Türen. So, und da ist Sackgasse. Gut. Können wir wieder rausklettern, schön. Ups. Was das mal war, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht für Mannschaft. Muss aufpassen, ja, das ist der Kellerschacht. Mit zwei Stück. Da, wo ich eben gerade unten war.
Und, hepp, siehst du. Gut, da brauche ich nicht durchkriechen. Bin ich irgendwie an der Seite lang. Und zum nächsten Bunker. Genau zwischen den beiden Bunkern ist hier auch wieder so eine Plattform. Ich denke mal auch bestimmt wieder eine Flak oder irgendeine Kanone wird hier wohl gestanden haben. Ist auch gerade wieder so windig. Ich hoffe, ihr hört das alles, was ich sage. Also wer das weiß, ja, wer sich da mit Kriegsgeschichte so gut auskennt, kann das gerne mal in die Kommentare reinhauen. Ich kenne ja auch nicht alles. Damals sind sie von hinten halt in den Bunker reingegangen. Und ich glaube, da war irgendwie so eine Lüftung. Guck mal, nur ein so ein Betonklotz. Schon zugewuchert ist fast. Noch einer, ja. Ich möchte mal wissen, wozu die dienten. Das ist echt eine gute Frage. Könnte das ein Schornstein gewesen sein? Und hier wieder das gleiche. Der gleiche Bunker wieder drüben. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Oben an der Decke, komplett mit Eisen. War das im anderen Bunker auch so? Nein, ne? Ja. War da auch eine Eisenplatte? Habe ich gar nicht gesehen. Hier sind auch Haken. Vielleicht, ja, was haben die da gemacht? Das muss ja irgendwas wegen der Kanone gewesen sein. Das sind dann hier diese Lüftungssysteme. Ich glaube, das Rohr ging dann mal hier so, hier runter. Also das sind hier diese Standardbunker. Ich denke mal, dass hier rechts und links immer die Mannschaft drinne saß. Und dann Beobachtungsposten. Ja, und wenn dann wirklich Gefecht war, dann kam sie von hier hinten nach vorne zu der Kanone. Denke ich mal. Meine Frau sagte gerade, man müsste mal wissen, was hier wirklich so auch hier stand. Weil hier sind auch Löcher. Jesse, hier war eine Holzwand oder sowas. Weil hier sieht man noch, hier haben sie so eine Nut reingemacht und da sind so Kanthölzer drin gewesen, so Bretter. Auch schon ein bisschen verkokelt. Vielleicht war hier wirklich mal so eine Holzwand. Und hier, das ist auch wieder so ein Lüftungsschacht. Ich denke mal, das wird früher Heizung gewesen sein. Vielleicht haben die so einen Ofen hier drin stehen gehabt. Boah, hier sieht man noch ein bisschen was von der Kanone. Diese fetten Bolzen, die hier rausschauen. Was hier für eine Kanone drauf stand, die hat mächtig Rums gehabt. Auf jeden Fall hat der Bunker schon ganz schön gelitten. Nur auch schon ein paar Einschläge. Und jetzt kommen wir zu einem größeren Bunker. Und ich denke mal, das ist immer so dieser Hauptbunker. Weil zwei kleinere Bunker, so wo die Flak drin war. Und auch hier auf der anderen Seite stehen auch noch zwei. Und dann immer so ein Beobachtungsposten, denke ich mal. Ich bin mal kurz verschwunden. So, ein bisschen kannst du was von der Nordsee noch sehen. Ich denke mal, da war das bestimmt auch noch anders. Und dann standen sie hier und haben zur Nordsee geguckt. Da feindliche Schiffe kommen. Damals, wo ich mit Jack in Frankreich war, da konnte man nicht rein. Da haben die das alles hier so mit Gittern zugemacht. Ist doch ganz cool, dass sie das hier begehbar machen.
gucken wir mal, ob wir noch da unten reinkommen. Kletteraktion heute. Hier auch schon wieder. Da vorne ist auch noch so ein Block. Hier stehen überall diese Blöcke. Guck mal, das sieht wirklich aus, ob das ein Schornstein war. Ich glaube, das waren Schornsteine. Ja. Schon so komisches Gefühl, wenn man so einen Bunker sieht, oder? Zumindest bei Nacht. Da ist es noch gruseliger. Wo wir uns die mal angeschaut haben. Ja, hier unten kommst du nicht rein. Den Teil haben sie zugemauert. Oh, da kommt gerade ein schöner Wind von der Nordsee. Oh, da haben sie selbst den Eingang noch zugemauert. Ja, das gleiche wie die anderen Bunker, genau gleich aufgebaut. Und ich kann mir vorstellen, dass hier hinten die Mannschaft sich aufgehalten hat oder auch geschlafen hat, dass da Feldbetten drin waren. Und hier im Beobachtungsposten, die waren ja 24 Stunden hier in diesem Bunker und die haben sich dann wahrscheinlich hier auch abgewechselt. Hier sieht man auch noch, dass es so allmählich hier runterhängt. Und ich kann mir vorstellen, deswegen haben die das hier auch zugemauert, weil das wahrscheinlich schon zu gefährlich ist hier oben. Das ganze Metall kommt hier schon runter. Löst sich schon von der Decke. Ist ja auch schon gut 70 Jahre alt. Wenn Opa seinen Kaffee hat, dann kriegt er alles hin. Könnte vielleicht auch noch so ein Mannschaftsbunker gewesen sein. Vielleicht haben hier auch noch welche drinnen geschlafen. Ich weiß ja nicht, vielleicht gab es hier auch ein Klo. Oder vielleicht haben die hier auch noch vielleicht einen Dieselmotor stehen gehabt für Strom oder sowas. Das hatten wir in Frankreich gesehen. Da hat man diese Plattform gesehen, wo da diese Generator standen und Strom produziert haben. Hier haben sie auch wieder eine Eisenplatte vorgemacht. Kommst nicht rein. Ich glaube, das ist der letzte Bunker. Oha. Und hier haben die nochmal einen Betonklotz vorgestellt, aber wie gesagt, das ist der gleiche Bunker, den wir jetzt schon viermal gesehen haben oder fünfmal. Wieder der Schornstein. Jessica! Ja. Ah, da bist du. Ich dachte, du hast dich hier verkrümelt. Ja, das war der letzte Bunker. Aber war spannend, oder nicht? Und hier sieht man das ganz gut. Hier sind die Etagenbetten. Und hier gab es diese Kurbel, wo sie Luft mit produzieren konnten. Und hier sieht man so einen Gefechtsturm. Hier steht, glaube ich, irgendwas mit Geschütz. Geschütz 17 cm mittelschwere Küstenbatterie. Minen waren natürlich auch hier vergraben. Und hier sieht man, hier, guck mal, hier war der Wachposten. Mit Licht und ich glaube, hier war auch so ein Maschinengewehr dran. Und genau, wir laufen jetzt wieder zum Parkplatz hin, schnappen unser Auto, fahren den Parkplatz noch ein Stückchen weiter hoch und dann werden wir noch einen Spaziergang an der Nordsee machen und dann suchen wir uns auch unser Stellplatz für die Nacht. Miau. Geil, fahren Sie hier noch mit dem Mofa rum. Geil. Diesmal nehme ich meine Mofa mit. So, jetzt.
Siehst du wohl. Die Haare fliegen in die Luft. Schön windig hier und die Sonne scheint herrlich und wir werden auf jeden Fall da vorne gleich noch einen Kaffee trinken, vorne am Strand und irgendwas Regionales essen. Heute Abend, wenn wir einen Stellplatz gefunden haben, werden wir noch Bratkartoffeln machen. Wir haben noch Wurst geholt, auch hier regional. Heute ein bisschen ja was aus Niederlande essen und dazu gibt es noch ein Spiegelei. Gesloden, ja, das ist schön. Irgendwie hat hier kaum was auf. Irgendwie ist auch eigentlich die Saison hier, oder nicht? Irgendwie sieht das hier alles lost aus, oder? Alles zu. Außer vorne am Strand, da waren jetzt drei Geschäfte, aber da hat uns irgendwie nichts zugesagt. Ich glaube, ich habe wieder einen Sonnenbrand auf der Nase. Wäre natürlich geil gewesen, wenn jetzt so Kaffee, Frikandel, Pommes. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Hm. Wir haben den ersten Stellplatz erreicht und sind leider mega enttäuscht, meine Frau vor allen Dingen. Direkt an der Nordsee hätten wir jetzt hier campen können. Da kommt der nächste, der guckt auch schon blöd. Ja, schade, wir wollen direkt hier an der Nordsee schlafen. Bloß leider sind alle Plätze belegt. Kein einziger Platz mehr frei. So eine Scheiße. Oh, das wäre so geil gewesen. Frau ärgert sich auch gerade. Ich habe den nächsten Stellplatz rausgesucht. Der dauert jetzt, ich glaube, der ist hier auch gleich um die Ecke. Der dauert. Oh, Richtung Südwesten. Auch noch 29 Minuten. Oh, das wäre so geil gewesen. Wir hätten vom Dachzelt aus... Wieder online. Du befindest dich auf der schnellsten Route, die Voraussicht... Ja, ist gut. Okay. Hätten wir so schön auf die Nordsee schauen können. Die Möwe. Oh ja. Wir haben zwei weitere Wohnmobilstellplätze angefahren. Wir haben auch versucht mal zu telefonieren, aber war immer die ganze Zeit besetzt. Aber die waren wir so, ich zoome ja immer so raus, dass der Weg auch wieder nach Hause geht. Dass man nicht umsonst oder dass man nicht den Sprit so vergeudet. Und ja, jetzt heute mal wieder das erste Mal was anderes. Wir haben jetzt einen Platz gefunden. Hier stehen auch nur 3, 4 Camper stehen, also ist noch genug Platz. Wir müssen jetzt eine Nummer suchen und dann geht das hier so. Hier steht extra schön beschrieben hier Wohnmobil, Zelt, 2 Personen, 17,50 Euro, ein Zelt plus ein Erwachsener, 7,50 Euro, weitere Personen, 3 Euro und Strom, 3 Euro. Genau, das Ganze soll man hier so einen Umschlag nehmen, reinstecken und hier in den Briefkasten schmeißen. Ja, das ist doch mal was Feines. Und das Ganze heißt hier Camping, Camper, Platzen, oder was? Alter, ich kann das nicht aussprechen. Kannst du das? Camperplatzen, oder? Ja. Ja. Und das Gute, die haben eine Toilette hier, das ist auch schon mal sehr gut. Okay, dann suchen wir jetzt mal einen Platz, am besten am Arsch der Welt. Nee, wir können ja schon hinfahren. Und dann läufst du hier wieder her. Und ich baue schon mal das Dachzelt auf. Ich kann auch schon mal einen Umschlag mit rausnehmen. Mach ich doch alles für dich hier.
Guck mal, könnt sogar mit Strom. So, Umschlag, was soll's noch? Schreiben Sie die Nummer Ihres Stellplatzes auf. Dem Umschlag stecken Sie Ihre Zahlung in den Umschlag, werfen Sie in die... Achso, okay. Ich dachte noch Kennzeichen oder so. Gut, Umschlag. Dann kann ich nämlich gleich schon mal das Dachzelt aufbauen. Guck mal hier, mit Zebrastreifen. Irgendwo am Arsch der Welt. Yep. Da lass uns doch auf 9 gehen. Ja, dann gehen wir auf 9. Dachzelt aufbauen, 4 Minuten, fertig. Wollen wir Essen machen? Ja, ich habe auch Hunger. Ja, ist ja klar, zuerst wird Kaffeewasser jetzt warm gemacht. Und hier haben wir die Bratkartoffeln. Und das haben wir hier in den Niederlanden bei einem Supermarkt gekauft. Barbecue Wurst, yes. Ich versuche so ein bisschen Niederländisch. Das scheitert, glaube ich, aber. Was heißt das? Haken? Haken? Irgendwie so eine Kräuterwurst. Haken heißt vielleicht Schwein auf Niederländisch. Das könnte gut möglich sein. So, Bratkartoffeln können wir auch schon reinmachen. Oh, wir haben echt Eier noch sogar geholt. Wir können sogar morgen noch ein Frühstücksei machen. Und die Sonne scheint auch herrlich, also ist schön idyllisch hier. Passt schon. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Das mit der Nordsee wäre natürlich super gewesen. Ja, ich möchte was sagen, Frau. Der Tisch ist viel zu klein und der wackelt wie Sau. Ich mache jetzt erstmal Kaffee, unseren schönen italienischen Kaffee. Denn Kaffee muss sein. Und das ist gut, ne? Ohne Filter. Mhm. 2 Gehäufte. Gut, jetzt müssen wir nur noch auf das warten. Und ich bin so stolz auf meinen Pfeifenwasserkessel. Der ist super. Den nehme ich jetzt immer auf Tour mit. Gleich fertig. So, Mann, serviere mir das Essen. Ja, du wolltest auch noch eine? Ja. Ich wollte mir ja noch ein Ei machen. Voila! Wow. Perfekt, oder? Mhm. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Ja, so abschalten oder was? Abschalten? Achso, ja, stimmt. Genau, wir essen jetzt in Ruhe, dann wollen wir chillen, werden wohl noch Karten spielen, gucken uns mal die Gegend noch ein bisschen an, aber mehr wird ja auch nicht passieren und morgen fahren wir wieder nach Hause. Vielleicht sehen wir ja noch eine Location, was ich nicht so hoffe, weil in Holland, also Niederlande, ist Lost Place gar nichts. Und wir probieren noch eben die Wurst. Du willst auch essen, ne? Hm. Boah, das schmeckt gut. Hm? Ja. Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Haut ein Bingo-Bongo in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Abschalten jetzt. Ciao.
Leute, ihr sollt abschalten.